Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Automation Empire. Wie angekündigt, habe ich jetzt einfach mal ein bisschen gewartet, bis hier alles voll ist. Und dann ist mir aufgefallen, holy, es ist definitiv alles mehr als voll, nicht nur die Dinger. Wir claimen mal die ganze Forschung hier. Und damit sollten wir rein theoretisch die Forschung für alle Ewigkeit abgeschlossen haben. Schauen wir mal. Und zwar, wir können jetzt... Okay, das fehlt noch. Aber wir können uns sogar das mit dem Zug hier leisten, ne? Perfekt. Das brauchen wir halt wirklich nicht, das mit den Greifarmen. Ich meine, wir können es uns sogar noch leisten. So. Aber nicht mehr. Denn 5 Millionen brauchen wir für die Rakete. So. Das heißt, Forschungszentren weg. Wir haben alles, was wir brauchen. So, weg, 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 weg. Jetzt müssen wir uns nur überlegen. Ah, wobei, das können wir hier schon lassen. Das kann man auch kürzer anschließen, aber das sieht eigentlich so ganz okay aus. So. Für die Fabrik. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das verladen? Wie kriegen wir das hier wieder weg? Könnten es hier irgendwie rausfahren lassen und dann hier hinter. Oder. Ja. Doch. Genau so. Anders geht's gar nicht. Wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wird eine lange Tour hier. Aber es hilft ja nichts. So. Das Gute ist, dass auf den Highways die Karts relativ schnell fahren. Deshalb ist es noch okay, aber ja. So. Und dann gehen wir hier lang. Gehen direkt auf den Highway. Und gehen direkt auf den Highway. Und dann hier rüber. So. Und hier müssen wir jetzt auch das alles ändern. Also erstmal die Dinger hier weg. Die Karts. Die sind im Weg. Das hier muss alles weg. Das haben wir letzte Folge alles neu gebaut und jetzt muss es wieder weg. Es ist ein Drama. Aber hilft ja nichts. Für den Fortschritt. Oder so. Ja, eigentlich war es letzte Folge für den Fortschritt. Diese Folge ist es for the money. Ah, der hätte schon bleiben können. Egal. So. So. Und dann können wir hier lang fahren und hier lang fahren. Das reicht nämlich platztechnisch recht gut. Und dann hier hinten rum. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo wir da reingehen. Ich würde sagen, einmal da und einmal da. Optimalerweise sind die jetzt schon auf dem richtigen Rastermaß, aber das glaube ich erst, wenn ich sehe. Und ich sehe es noch nicht. Oh mein Gott. Das stimmt sogar wirklich. Ja, moin. Ja, hier wird es jetzt tricky. Hier wird es jetzt tricky. Pass auf. Aha, wir machen es. Ich finde schade, dass wir die Türen nicht mehr wegmachen können, irgendwie. Weil das sieht halt jetzt komisch aus. Aber egal. Weil wir gehen auf der Ebene rein. Genau. So. Und dann da lang. Und dann gehen wir hier runter.
So. Und dann wird hier ausgeladen. Und hier ist hier schon Zug. Hier ist echt schon Zug, aber das an der Stelle vorbei. Hier eingeladen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Damit ist die Strecke fertig. Und dann brauchen wir ein wirklich langes Minecart. Genau, das fährt jetzt hier runter. Sobald es hier den Boden berührt, wird es langsam. Jetzt wäre hier was drin. Würde es jetzt hier entladen werden. Dann fährt es hier wieder hoch. Und sobald der letzte den Boden hier, genau, verlässt, beschleunigt es um 50%. Na, genau. Aber ich weiß nicht, ob das, ist das wirklich noch 50% oder ist das hier so, ja, nee, das wäre viel zu krass. Da drin ist er. So, fährt hier runter und jetzt wird ordentlich abgetankt. Lecker. So, und jetzt, dadurch, dass hier das leer gemacht wird, kann hier wieder befüllt werden. Dadurch geht das Ding wieder an und dadurch wird das und das hier wieder verbraucht, wodurch die hier dann wieder entleeren können und die Fabrik hier neu anläuft. Wobei die läuft ja immer. Weil die wirft ihr einfach weg im Notfall. Und das tut sie hier auch. Das Rohöl wird einfach weggeworfen. Das tut mir ein bisschen weh. Wenn ich ehrlich bin. Das tut mir ein bisschen weh. Warum haben wir für Rohöl auch nur einen Speicher? Das ist doch Käse. Farbe raus. Farbe rein. Ach so. Das bringt nichts, ne? Nee, das war dumm. Das bringt überhaupt nichts. Okay. Vergesst das. Ich habe gerade überlegt, wir können sie ja beim einen rein und beim anderen raus, aber das geht ja nicht, weil es über die Grünen sowohl rein als auch raus geht. Ja, ja gut. Ja gut. Ah, und hier, da ist auch schon der nächste Zug. Und da läuft der rein, der Schlabber. Schön. Es ist auch sehr interessant, wie Ethanol hier einfach, wie Ethanol hier einfach in so Schüttgutwägen geladen wird. Denn wir sind hier in der Wüste und Ethanol ist ja relativ flüchtig. Also normalerweise würde das Ethanol hier aber sowas von verdunsten. So, und hier sind Stahl und so weiter. Perfekt, perfekt, perfekt. So. Das ist unsere Ethanolproduktion. Jetzt wäre es halt interessant, ob wir mit der Ethanolproduktion zusammen mehr abgeliefert bekommen. Ich meine, es kommt jetzt hier auch öfter der Zug. Allein das dürfte schon ein bisschen was bringen. Allein das dürfte schon ein bisschen was bringen. Ach ja, und wir können hier... Genau, wir können hier nochmal die Produktion verfeinern eigentlich. Dafür müssten wir aber vorübergehend den Zug umleiten. Machen wir das mal. Ja, weil hier ist quasi mit geringem Mehraufwand mehr Kohle und wahrscheinlich auch mehr Gewicht. Drin. Ja, ein Kilo mehr Gewicht, das ist nicht wenig. Ist jetzt nicht die Welt, aber es ist auch nicht wenig. Das sind irgendwie so 8% oder sowas, denke ich mal. Grob beschlagen. So, wir haben jetzt die hier. Die Frage ist, ja, ich denke zwei Refineries pro, oder? Nee, wartet, das geht gar nicht. Oh no. Es braucht viel mehr Platz.
Das braucht viel mehr Platz. Oh no. Wie viel... Jetzt müssen wir vielleicht wirklich ein bisschen... Also der hier... Einen pro 3 Sekunden. Und der produziert einen pro 9 Sekunden. Das heißt, es reicht pro ein solcher. Und der hier braucht 11 Sekunden. Das heißt, 2 von denen pro so einem reichen auch. Okay, also wir müssen jetzt leider die Tanks hier abreißen. Das ist... Es tut ein bisschen weh. Aber es hilft ja nichts. Und hier dann Packer dran machen. Die wieder ein bisschen laggen. Dann müssen wir 2 Fließbänder. Ja. Dran machen. Und dann die Refiner. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das gleich hier mache. Mit dem Zug. Das wird, glaube ich, schwierig. So. So, die sind jetzt hier ionisiert. Dann brauchen wir die Grabbler. Ah ne, wir brauchen hier hinten noch. So, dann brauchen wir die Grabbler. Die das hier rüber transportieren und auf der Seite wieder zurück transportieren. Und an die Stelle muss ein Sauger. Wir haben hier auch schon alle 3 Farben belegt, ne? 1, 2, 3. Ja, also wir haben hier nicht so die Mega-Wahl. Ah, wartet mal, ich hab schon eine Idee. Gegebenenfalls. Wir müssen aber den Zug nochmal umleiten. So. Auf nochmal weiter entferntes Gleis. Geht halt nicht anders. So. So. Und so. Gut, Umleitung ist gebaut. Dann reißen wir das hier ab. Und dann können wir hier mit einem Förderband hergehen. Und das dann theoretisch so regeln. So, und der kriegt sein eigenes Förderband. Also immer 2 auf ein Förderband. So quasi. Und dann warte. Ein Saugi. Wir müssen es geschickt machen. Wartet mal. Der hier muss... Wir brauchen so einen kleinen Tank hier. Genau. Und dann brauchen wir aber... Am besten hier noch so einen kleinen Tank. Und hier noch ein ganz langes Förderband. Und dann brauchen wir eben die Sauger. Der hier muss weg. So, Sauger. Genau. Und hier auch ein Sauger. Und danach wieder
Mit Unload Station. Die leeren Dinger wegwirft. Notfalls aber auch die vollen. Ich glaube nicht, dass... Ich wüsste nicht, wie ich es anders machen kann, weil an diese Unload Station, stand auch in den Kommentaren, kann ich leider nichts hinmachen. Hier. Ich kann nur normale Förderbänder und Gleise. Also das haben die schon so gemacht, dass es nicht so einfach ist. Leider. So, und dann hier eine Zugverladung. Beziehungsweise können wir das sogar noch... Hier oben könnte man es noch weiter speichern. Also hier müsste ich direkt verladen und hier könnte ich sogar noch einen Zwischenspeicher reinkriegen. So, und jetzt wird der Zug hier damit beladen. Und das große Problem ist, sobald der hier voll ist, wird diese Kiste hier drauf fahren. Und alles blockieren. Aber wir haben mittlerweile mehr mögliche Cards, ne? Oh, 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 oh. Ne, der kann nicht. Stimmt. Ich habe mir hier eingestellt, dass sie nur verschiedene Dinger können. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, und der holt jetzt die ganzen Capacitor hier. Ja, aber hier haben wir jetzt schon das Problem. Wir müssen die tatsächlich wegwerfen. Es geht einfach nicht anders. Ah, es ist ärgerlich. Müssen wir die wegwerfen? Warte mal. Warte mal, ich überlege gerade, ob wir das nicht sogar anders... Doch, wir können das sogar anders handeln. Und zwar brauchen wir dafür so eine Verladestation hier. Das ist aber wahrscheinlich auch nur von kurzfristig. Also wir schauen einfach mal. So, und hier eine Unload Station. Und hier eine Load Station. Und dann holen wir uns hier so eine Robo-Base irgendwo hin. Strom ist. So, und dann hier zwei Roboter. Und dann hier Prio High. Prio High. Prio High. Dafür. Ja. Und eigentlich sollten die Roboter da bleiben, wo ich es ihnen gesagt habe. Meh. Weil die Idee ist, falls wirklich mal einer verstopft hier, dass halt die Roboter kommen und das Problem dann lösen. Aber weil wir hier noch diese blöde Roboterverladung haben, fahren die, fliegen die denn bis ganz runter? Echt jetzt? Uff.
Okay, das mit den Robotern ist wirklich dumm gelöst, meiner Meinung nach. Also wir können jetzt nochmal hier zwei hinsetzen, aber die fliegen sofort wieder weg, ne? Ja, tun sie. So ein Käse. Das heißt also, wenn hier was verstopft, dann fliegen die von da ganz unten erst... Oh. Das kriegt jetzt nur noch Medium hier. Damit die höchste Prio immer unser Ding da oben hat. Medium. Medium. Das ändert für die Roboter hier erstmal nichts. Aber falls oben was überläuft, ist es halt besonders wichtig. Und dann fliegt wahrscheinlich die ganze Schar an Robotern da hoch. Okay. Okay. So, und hier kommen sie. Ja, genau. Und jetzt ist hier ein Zug. Was ist damit? Wo ist das Problem? Wo ist das Problem hier? Ah. Ah, okay. Der macht erstmal mit Öl voll. Verstehe. Und wie voll ist das Minecart hier? Ah, geht so. Ölproduktion läuft auch. Naja. 21.000 Kilogramm ist leider immer noch zu wenig, um das hier freizuschalten. Das ist leider immer noch zu wenig, um das hier freizuschalten. Aber wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Hier ist schon ein Zug, der jetzt gerade unser neues Zeug mitnimmt, zusätzlich noch zu dem. Vielleicht hilft das ja was. Gut. Leute, ich würde sagen, das war's dann soweit für diese Folge. Wenn alles gut läuft, können wir in der nächsten Folge wunderschöne Cargo-Raketen bauen. Wäre das nicht super? Oh ja, das wäre es. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.